Hallo, heute möchte ich euch mit der Vorschleife im AWK beglücken, was man damit so anfangen kann. Ich habe dazu als erstes mal wieder eine Musterdatei. Oh no, habe ich doch nicht. Ah, Schleife heißt sie. Eine Musterdatei vorbereitet. Und hier schreibe ich jetzt mal eine einfache Vorschleife rein. Vor. Jetzt definiere ich eine Variable i und die soll mit dem Wert 0 vorbelegt sein. Sie darf nicht größer werden als, also sie muss kleiner bleiben als 10. Und sie soll für jeden Durchlauf der Schleife um 1 hochzählen, i++. Und alles, was ich jetzt mal machen soll, ist print i. Gut, schauen wir mal an, was passiert. Echo nix an awk-f Schleife awk. Und ihr seht, die Schleife gibt jetzt i aus, also ihren eigenen Zähler und eben dann zählt sie hoch bis 9 und dann hört sie auf. Also eine Schleife macht einfach Sachen, wiederholt eine Aufgabe, so oft bis eine Abbruchbedingung kommt. Wofür kann ich sowas benutzen? Dazu habe ich eine kleine Musterdatei mal angelegt. Ja, ziemlich hässlich das ganze Ding. Also nein, eigentlich nicht. Eine typische Liste mit Telefonnummern. Und die Idee ist jetzt, ich möchte die Telefonnummern nicht nebeneinander haben, sondern ich möchte sie untereinander haben. Und ich möchte auch nur die Telefonnummern haben. Was könnte man also machen? Naja, als erstes würde man mal die Kopfzeile wegschmeißen. I-grab. Was ist da typisch drin? Vorname und minus V. Gut, und dann würde ich jetzt eben in meine Schleife gehen und würde sagen, okay. Okay, er geht jetzt in die Zeile rein. Jetzt soll er prüfen, ob in der Zelle eine Telefonnummer drin ist. If Dollar i, also i ist ja die Zahl, Dollar das Zeichen, um ein Feld, das der AWK vorbereitet hat, anzusprechen. Wenn Dollar i auf 1 steht, dann wird das Feld 1 geprüft. Und wenn das Feld 1 entspricht, es fängt an mit einer 0 und dann kommen die Zahlen 0 bis 9 und dann sollten die zwischen, die deutsche Telefonnummer hat glaube ich so zwischen 7, 8 und 16 Telefon Stellen, also 7 und 15, weil die 0 zähle ich ja noch dafür zu. Und wenn das jetzt zutrifft, muss noch die Klammer zugemacht werden. Und damit das Ganze auch schön ist, hier nochmal. So. Also, für jede Zelle soll er jetzt prüfen, ob sich darin eine Telefonnummer befindet. Und dann soll er nicht i ausgeben, sondern den Inhalt der Zelle, nämlich Dollar i. AWK-F Schleife.AWK. Das hat jetzt schon mal nicht geklappt. Und warum hat es nicht geklappt? Weil ich hier mit i anfange. Ich habe den Vorschleife natürlich sehr schlecht definiert. Sie darf in dem Fall nicht mit 0 anfangen, weil Dollar 0 ist die ganze Zeile. Und es soll natürlich nicht kleiner 10 sein, sondern kleiner gleich Number of Fields, Number Fields, NF, genau. So. Ja, das hat jetzt immer noch nicht geklappt. Wir können das mal kurz hier testen.
Egrep soll eine 0 gefolgt von 0 bis 9. Das soll 7,13 mal drin vorkommen. Quatsch, 15. Ja. Das trifft die Telefonnummern. If $i entspricht 0 gefolgt, Klammer zu, dann soll er $i drucken. Else. Jetzt machen wir einfach eine Fehlerprüfung rein. Print Fehler $i. Naja, das muss ja klappen. So. Der druckt irgendwie überhaupt nichts aus. Das ist, ob er $0 ausdrucken würde. Kann er doch gar nicht mehr. I ist 1, I kleiner gleich an F, I plus plus. Geht er da überhaupt in die Vorschleife rein? Echo Test. Geht er überhaupt in das AWK-Skript rein? Ja, natürlich muss man noch den Field-Separator definieren, dass der AWK überhaupt die Felder hat. Nicht wahr? So. Cut-Telefon. Minus F. Und schon macht er auch die Fehlerausgabe. Sehr schön. Die kann ich jetzt wieder stumm schalten. So. Die will ich ja gar nicht. Wunderbar. Jetzt hat er die Telefonnummern untereinander. Vielleicht möchte ich aber nicht nur $i, sondern möchte noch die Namen dazu. $1 und $2. Und natürlich kann ich mir das Ganze jetzt auch noch als Liste ausgeben lassen mit anderen Output Field Separator, und ich könnte hier noch eine Kopfzeile reinmachen. Ja, das kann nicht funktionieren. Echo Test, wir machen sowas. Print Name, Vorname, Rufnummer. Man könnte natürlich auch noch den Typ erhalten, indem man sagt Typ. Und jetzt müsste man halt wissen, aus welcher Spalte die stammt. Das steht ja in I drin. So. Und jetzt steht da praktisch auch der Typ, also aus welcher Spalte er kam. Man kann jetzt natürlich eine Liste hinterlegen, wo man sagt, wenn 4 ist Handy, 5 ist das. Kann man also beliebig erweitern, aber jetzt hätte man eben die Rufnummern untereinander. Ja, das war's, was ich euch heute zeigen wollte. Und dann bis zum nächsten Mal.